Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute mal um meine Küche. Meine Küchenfront. Und zwar ist die nicht, also komplett glatt, aber ja auch nicht rau, so ganz komisch. Ich kann sie nicht beschreiben. Das ist kein Hochglanzding, aber auch kein, ja, ich weiß halt nicht, wie man die Oberfläche beschreibt. Ja, und so wie ihr das hier seht, ist meine Küche sauber. Die ist abgewaschen und gereinigt worden. Und diese komischen Schwattenflecken hier, die habe ich überall in den Griff, an den Griffen. Und da bin ich schon mit Backpulver dran gegangen, mit Sojamilch, mit Küchenreiniger und. Und ich weiß nicht und wusste nicht, wie ich sie sauber kriege. Jetzt muss ich einmal was zeigen, denn ich habe was rausgefunden. Das wollte ich euch direkt zeigen, mitteilen und berichten. Genau. Einmal mein Werbungsschild, denn jetzt kommt Profissimo Schmutzradierer. Entfernen problemlos hartnäckigen Schmutz. 6 Stück sind da drin, kosten 2,25 Euro, glaube ich, bei DM. Und damit wird die Küche sauber. Das ist der saubere Schrank und ich habe da wirklich schon rumgeschrubbt vorher. Und jetzt seht ihr hier den Dreck. Dann gehe ich mit euch drüber. Dann reibt und poliert man. Und der Fleck, der vorher da war, der ist weg. Wir haben sogar Hausbewohner hier. Lauter Käfer. Boah, der macht mich wieder fertig. Jetzt sag nicht, das hast du jetzt für mein Video gebastelt hier. Naja, auf jeden Fall sieht man ja hier die Flecken und die sind wirklich fest. Also das ist wirklich da drin. Boah, hau ab jetzt. Und man geht da drüber, noch nicht mal wer weiß wie viel Druck. Und ja, das ist weg. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich darüber gefreut habe. Ihr seht jetzt hier den Dreck, da gehe ich drüber. Ich freue mich gar nicht, weil ich doch dran bin. Zack. Und die sind weg. Und das war wirklich fest. Ich bin da mit allem drüber gegangen. Also, ja, ich glaube, ich habe schon alles ausgetestet, was man austesten konnte. Und es hat nie funktioniert. Und das ist mit dem Radierer einfach weg. Das macht mich so glücklich. Vor allen Dingen der Dreck, der da runterkommt. Obwohl ich die wirklich sauber mache und abwasch und da kommt Zeus runter, da glaubt man mir nicht. Ja, die ist jetzt sauber und da unten, die ist noch dreckig. Ich weiß nicht, ob man auch eventuell den Unterschied sieht. Also, falls ihr auch eine Küche habt und Flecken, die ihr nie abgekriegt habt, testet einfach mal den Schmutzradierer. Bei mir hat es geholfen und das heißt jetzt für mich, die ganze Küche abwaschen. So, jetzt muss ich mal eben hier ins Badezimmer rüber schwenken, weil der Udo gerade an die Küche ran muss. Aber wie gesagt, die kann ich euch empfehlen, falls ihr auch mal Dreck habt. Und ich weiß auch noch nicht mal, ja, von diesem ewigen Anpacken, denke ich mal, dass das so weit wie Fettflecken sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe wirklich mit allem schon dran rumgeschrubbt. Es ging nie ab. Diese schwarzen Flecken um diese Griffe rum ging nie ab. Und dann habe ich heute echt bei DM spaßenshalber diese Schmutzradierer geholt. Da habe ich zum Udo gesagt, da teste ich jetzt. Ich so, wenn da steht, hartnäckiger Schmutz wird entfernt, dann nehme ich die mit. Also wie gesagt, 6 Stück, 2,25. Einfach nur feucht machen und drüber wischen. Anschließend wischen wir dann nochmal. Also habe ich jetzt nochmal mit dem Tuch drüber gewischt. Und meine Küche ist wieder weiß. Die ist wirklich weiß. Das hat mich richtig erschrocken. Ich bin sprachlos, denn die glänzt wieder. Nee, die glänzt ja nicht, aber die ist wieder sauber. Also das hat echt wirklich was gebracht. Und ich habe das nur aus Jux und Dollerei mitgenommen. Sauber machen kann man damit noch, wo haben wir das denn? Gartenmöbel, angetrockneten Schmutz und Fett auf Küchengeräten, Herden, Gefrierschränken und Spülen, radieren Schuhstreifen weg, reinigen Bäder, Kacheln und Böden. Ja, da werden wir mal einige Orte testen. Aber das mit der Küche, das hat mich schon echt genervt, weil wenn wir Besuch gekriegt haben und die dann immer meine Küche angeguckt haben, die haben auch gedacht, ist die nicht sauber oder so? Also ich,
dass ich das nicht sauber mache. Aber es ging einfach nicht. Aber mir konnte auch keiner wirklich einen Tipp geben. Und wenn, waren das schon Dinge, die ich ausgetestet habe, die nicht funktioniert haben. Und ich bin jetzt echt sprachlos. Ihr glaubt gar nicht, was mir die Schmutzradierer gerade für ein Glücksgefühl bereiten. Mich freut halt wirklich, endlich wieder eine saubere Küche zu haben. Und ich habe auch an den Tapeten, ja, wo die Kinder mal rumspielen und alles drüber gewaschen, das ging bei unserer Tapete auch ab. So sagte Udo, dann wischen wir mal die komplette Küche drüber, also auch die Küchenwände. Ja, falls ihr das nicht wusstet oder auch Probleme damit habt und ihr schon so viel benutzt habt, testet die einfach mal aus. Ich bin echt glücklich und zufrieden und das wollte ich mit euch teilen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!